Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, auf dem ich mich auf sehr, 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 sehr dünnes Eis begebe. Ich habe vor knapp 2 Wochen eine Bestellung bei einer Influencer-Marke aus Amerika getätigt. Falls ihr den Titel gelesen habt oder das Thumbnail gesehen habt, werdet ihr wissen, welche das ist. Ja, ich habe bei Jaclyn Hill Cosmetics gekauft. Und zwar 4 Produkte, die ich persönlich sehr, sehr spannend fand. Wir werden sie heute testen. Ich habe schon so ein bisschen damit gespielt, habe also auch schon eine Meinung dazu und möchte euch heute die Produkte näher bringen bzw. euch einfach zeigen. Dieses Video ist natürlich nicht bezahlt. Ich habe die Produkte mit meinem eigenen Geld bezahlt und es ist auch kein Affiliate-Link oder sonst irgendwas. Das nur erstmal vorweg. Ich weiß, das Thema Jaclyn Hill ist ein sehr, sehr schwieriges Thema im Beauty-YouTube-Bereich und ich möchte mich, das ist sehr dünnes Eis, ich stimme dem zu, wie Probleme damals mit den Lippenstiften oder sonst irgendwelche Sachen gehandelt wurden, dem stimme ich zu. Aber ich möchte Leuten die Chance geben, auch etwas daraus zu lernen und ich persönlich hoffe, dass sie etwas aus dem Problem gelernt hat. Man kann sie mögen oder nicht. Ich setze euch mein Video von Contra Junkie von Kati unten in die Infobox. Es wird sehr, sehr ausführlich über die Themen gesprochen. Das heißt, falls ihr keine Meinung dazu habt, schaut euch das Video einmal an. Das ist ein Thema, das ist sehr, sehr dünn. Das ist ein bisschen was anderes als Jeffree Star. Da geht es um Rassismus, was ich ganz weit wegschieben möchte von mir. Und weswegen ich die Produkte nicht mehr benutze. Auch wenn ich das hier beruflich mache, ich kaufe trotzdem gerne Make-up und möchte wissen, wie es funktioniert. Und ich nutze dieses Video einfach, um die 4 Produkte zu testen und zu schauen, wie sie sind. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Und wir starten jetzt. Ich habe keinen Primer gekauft und ich habe auch keine Foundation. Hat sie, glaube ich, nicht. Concealer auch nicht. Ich habe eher Puderprodukte und Lippenprodukte gekauft. Wow. Ich würde jetzt meine Base mit euch einmal gemeinsam machen, denn ich finde, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich starte als erstes hier mit dem Spray von Dior, das ist das Forever Perfect Fix. Das solltet ihr nicht ins Auge bekommen, es brennt nämlich ein bisschen. Und trage auch die Forever Skin Glow Foundation auf. Ich liebe die Foundation, ich habe tatsächlich, oh nein, ich bin so doof. Ich war im Urlaub, hatte eine mit und habe die leere Verpackung weggeworfen. Aber merkt euch, demnächst kommt ein Aufgebraucht-Video. Die gehört dazu. Ich arbeite mir das Ganze einmal mit meinem Schwamm ein und bin auch heute gut dabei. Denn ich muss sagen, Jaclyn Hills Make-up fand ich damals, ich habe sie früher sehr, sehr gerne geguckt. Ihr Make-up fand ich aber immer grandios. Super glowy, super frisch und ich möchte das heute auch so ein bisschen, ja, einfach mal austesten, wie es bei mir aussieht. Ich liebe die Foundation, ihr kennt sie schon, aber um die soll es heute nicht gehen. Deswegen mache ich einmal kurz die Foundation und den Concealer rauf und dann zeige ich euch ein paar andere Produkte, die ich im Moment sehr gerne benutze. Okay, die Foundation ist einmal eingearbeitet. Look at the glow. Die Farbe ist aktuell ein bisschen hell. Ich war gerade im Urlaub, beziehungsweise letzte Woche, so 3 Tage wandern und habe gut Farbe bekommen. Ich glaube, man sieht es. Ansonsten hat die 2N immer sehr gut gepasst oder die 2WP, die benutze ich auch sehr gerne. Glow ist auf jeden Fall da. In ihrer neuen Kollektion geht es eher so um Brightening. Helle Under Eyes, Glowy Base. Das ist, wenn ihr mich schon eine Weile kennt, dann wisst ihr, dass ich das sehr, sehr gerne mag. Sehr viel Concealer, sehr viel Baking Puder und dann Snatch Contouring. Deswegen konturieren wir jetzt als erstes. Und dieses Produkt, Freunde, ich liebe das. Das ist hier von Trini London, dieser Cream Bronzer oder Cream Contouring in der Farbe Serena. Ist sehr, sehr kühl und den setze ich mich hier hin und ich setze den auch ein bisschen höher und forme mir damit einfach ein komplett neues Gesicht. Aktuell, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe im Moment super, super oft ein aufgedunsenes Gesicht. Und ich habe meine Ernährung ja ein bisschen umgestellt mit Danny gemeinsam. Und an der Ernährung kann es eigentlich nicht mehr liegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich nehme es einfach so hin. Das ist immer noch mein Gesicht. Contouring habe ich einmal aufgetragen. Das sieht jetzt erstmal noch ein bisschen viel aus. Es wird aber im Laufe der Zeit ein bisschen verschwinden, weil ich immer wieder mit dem Schwamm und mit dem Concealer rübergehe. Apropos Concealer, falls ihr das Video von Montag nicht gesehen habt, ich habe mir den XX Revolution Concealer in der Farbe CX9 wieder nachgekauft. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsconcealer. Ich finde ihn besser als den Tarte Shape Tape. Er ist ähnlich gut wie der neue Creamy Shape Tape, Ultra Creamy von Tarte. Der ist jetzt recht neu. Ist halt einfach nur wesentlich günstiger. Ich habe mir 4 Stück davon gekauft, weil er reduziert war. Auch, das ist immer so lustig, ne? Wenn ich
Ich schreibe ja ganz oft mit einigen von euch auf Instagram und dann fragt ihr mich so, und was ich mir so gekauft habe. Und dann bin ich halt immer wirklich total happy, wenn ihr mir auch irgendwelche Angebote von Produkten schickt, die ich schon mal gezeigt habe und die dann aber reduziert sind, weil ich das A entweder teilen kann oder weil ich sie mir danach kaufe. Ich bin immer noch im tiefsten Herzen eine Günstmaus. Vor allen Dingen was Make-up angeht. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn ich anstatt 9 Euro nur 6 Euro zahle. Ich blende den Concealer einfach hier schon mal so ein bisschen aus und unter den Augen lasse ich den ganz gerne immer so ein bisschen antrocknen. Der ist super, super creamy und wenn ich den ein bisschen länger antrockne, dann verdunstet schon mal so ein bisschen Feuchtigkeit und die Deckkraft wird noch ein Stückchen höher. Und jetzt seht ihr auch, warum ich so grob mit dem Contouring-Produkt gearbeitet habe, weil ich hier dann einfach noch mal so ein bisschen aufhellen kann. Und jetzt habe ich die Gesichtsform, die ich normalerweise habe. Da gehe ich wieder mit dem Rest, den ich am Pinsel habe, einfach rüber und verblende die Kontur wieder so ein bisschen. Und dann habe ich einen schönen, sauberen Übergang. Und jetzt sehe ich sehr, sehr plakativ aus. Guess what? Es kommt noch mehr. Freunde, das ist, wenn es um Brightening und Baking Powder geht, ihr wisst es. Es ist mein Jam. Das erste Produkt, was ich mit euch austesten möchte, ist das Brightening Pink Setting Powder. Das gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich für Pink entschieden. Verpackung extrem gut, muss ich sagen. Super hochwertig. Das ist, ich glaube, es ist Plastik, aber es fühlt sich an wie dieses gefrostete Glas. Sehr schwer, sehr dick und eine individuelle Verpackung. Kleiner Tee aus dem Make-up Production Game. Ihr wisst ja, ich bin ja gerade dabei, mehrere Produkte für meine eigene Brand zu entwickeln. Einige habe ich sogar schon hier. Custom Packaging, also etwas, wo dein Name draufsteht und hier beispielsweise noch so ein J. Das ist ultra, ultra, ultra teuer. Und das ist eine große Investition, die auch eine Jaclyn Hill. Sie hat viel Geld, aber das ist trotzdem viel Geld, was man da reinsteckt. Und da muss man sagen, ist schon eine Menge. Das Puder ist so ein bisschen pink. Gib mir das mal hier so ein bisschen in den Deckel und ich glaube, ihr könnt sehen. Es hat eine leichte pinke Färbung. Ich gehe jetzt hier nochmal ganz leicht rein und wir baken damit. Das ist tatsächlich ein Baking-Puder. Ich nehme mein Mikrofaser-Tool, lade es gut auf, schaue nach oben. Und sette damit mein Gesicht. Das ist sehr, sehr auffällig. Das ist jetzt nur eine dünne Schicht mit dem, was ich hier dran habe. Und die erste dünne Schicht arbeite ich mir wirklich in die Haut ein, so dass sie fast verschwindet. Ne? Also ihr seht, ich klopfe, klopfe, klopfe und es ist extrem hell. Dieser pinke Touch ist so ein bisschen verschwunden, aber er kommt ganz leicht durch. Erinnert ihr euch an dieses Puder von River Loves Me? Ich liebe das. Das hat ja auch grün, pink, gelb und weiß. Sorgt dafür, dass overall das gesamte Gesicht so ein bisschen ausgeglichen wird und das tut es. Man denkt es nicht, aber sobald man draußen im Alltag ist, kommt so ein bisschen dieser Ausgleich durch. Und ich finde, es hat meine Augenringe sehr, sehr gut kaschiert. Und ich habe jetzt noch nicht gebaked. Ich habe nur gesettet. Ne? Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Und es ist extrem aufgehellt und extrem weich gezeichnet. Ich gehe jetzt mit dem Rest wirklich hier hin und ich habe fast kein Residue. Wie heißt das? Rest im Gesicht. Ich nehme jetzt nochmal etwas auf und gehe damit an die Stellen, die ich wirklich gebrightet haben möchte. Hier außen, hier auf der Stirn und dann hier unten. Ihr seht, es hat eine sehr, sehr gute Deckkraft. Und mit dem Rest gehe ich dann einfach nochmal hier so ein bisschen hier vorne hin und lasse das Ganze wirklich ein paar Minuten drauf. Kleines Feedback kann ich euch dazu schon geben. Es ist schon nicht so wie das Huda Beauty Puder, was ins Nichts verschwindet. Also der Brightening-Effekt, der bleibt. Das ist aber auch gewollt bei dem Puder. Ich finde es persönlich mit gewissen Concealer, mit dem Tarte Shape Tape normal, furchtbar. Es ist viel zu trocken, weil der Concealer von Tarte schon sehr trocken ist und dann noch ein Puder in dieser Menge an Puder. Das ist klar. Baking Puder trocknet immer aus. Und ihr seht schon, ich gehe jetzt hier über meine Stirn und ich habe immer noch einen hellen Fleck auf der Haut. I love it. Für manche ist das nichts, wenn ihr nicht dieses klassische Cake-Face-Make-up mögt, so wie ich. Ne? Dieses Huda Beauty Foundation, Tarte Shape Tape, Puder, nochmal ein Foundation-Puder rüber und dann die Produkte. Also richtig crusty Cake-Face. I love it. Ich hätte gerne, wollte gerade sagen, vielleicht nenne ich ein Produkt von mir crusty Cake-Face. Copyright Spending. Und jetzt nehme ich mir das Puder hier so ein bisschen weg. Ich stempel das eher nur so ein bisschen hin, als es zu wischen. Ich finde, das hat immer noch mal einen anderen Effekt. Wenn ich so mache als so, dann eventuell mache ich mir die Foundation kaputt.
Ich glaube, ihr seht's, ne? Es hat extrem aufgehellt. Hat es mehr aufgehellt als andere Puder? Ja, ich benutze sehr, sehr gerne im Moment das Puder von Huda Beauty, das Easy Bake oder wie das heißt. Das hält auch schon auf, aber das hat noch mal wie so eine eigene Deckkraft mit drin. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe es die letzten Tage auch sehr, sehr gerne benutzt. Gefällt mir gut. Allerdings wichtig zu sagen ist, ich glaube, ihr seht schon, es ist ein Puder und es ist ein bisschen trocken. Ich nehme jetzt also einen fluffigen Pinsel und ziehe so ein bisschen mein Gesicht, um die Creases unter dem Auge einfach glatt zu kriegen. Und dann blende ich das nochmal so ein bisschen aus, denn es gibt noch ein weiteres Puder. Das benutzen wir gleich. Wir machen als erstes mal weiter mit Bronzer. Da benutze ich im Moment gerne, muss ich sagen, hier von L'Oréal, den Bronze to Paradise Bronzer. Der ist ein bisschen warm, aber ich finde, der passt gerade ganz gut zu meiner Hautfarbe. Und der hat auch so einen ganz, ganz subtilen Schein mit drin. Was sagt ihr? Ist euch das schon zu doll? Ist es noch gut? Wir kommen zu einem Produkt, was ich persönlich am spannendsten fand, weswegen ich die Bestellung gemacht habe. Und das ist diese Brightening-Palette. Ich glaube, ich habe die falsche Farbe gekauft. Das ist die helle. Da sind vier Brightening-Farben mit drin. Und ich swatche euch einmal ganz kurz. Die haben auf der Hand einen leichten Unterschied, sind aber alle sehr, sehr hell. Und ich glaube, ich hätte eine dunkler nehmen können. Im Prinzip finde ich, sind das wie Lidschatten in sehr, sehr hellen Cremefarben. Ein bisschen rosa, ein bisschen gelb, ein bisschen orange und ein bisschen kühler. Ich benutze jetzt das Pinke mit einem fluffigen Pinsel und ihr seht schon, das ist extrem pigmentiert. Also ich glaube, das ist ein Lidschatten. Brightet einfach richtig, richtig krass. Ich finde, es macht keinen Unterschied, welche Farbe man dann benutzt. Also ich kann jetzt auch hier in die Mitte gehen und alle Farben benutzen und ihr habt sofort, ich muss es ausblenden. Es ist extrem pigmentiert und es hält extrem auf. Und man muss bei so Highlighting-Produkten auf Puderbasis immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht verrückt aussieht, weil es sieht schon recht pandamäßig aus. Es gibt ein ähnliches Produkt von Nikita Dragon, was ich habe, was ich nie gezeigt habe, weil ich sie nicht supporten möchte hier auf dem Kanal. Das ist auch nochmal was anderes im Vergleich zu Jaclyn Hill, finde ich. Ob du ein Skandal blöd handelst oder ob du Blackfacing, Blackfishing, Rassismus betreibst, ist ein großer, für mich zumindest ein großer Unterschied, weswegen ich das nicht supportet habe. Und da fand ich, war die Pigmentierung bei mir zumindest nicht stark genug. Hier ist es extrem. Das ist Full Coverage Cake Face jetzt, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das Puder ist nicht richtig matt. Das hat so einen ganz leichten, wie so einen feuchten Schein. Und ich gehe jetzt auch nochmal mit dem Bronzer hier rüber, um das so ein bisschen auszugleichen. Und jetzt hebt sich mein Unteraugenbereich so Kim Kardashian-mäßig ab. Ich persönlich mag es ganz gerne. Was wir jetzt aber tun werden, ist, wir werden jetzt einen Blush benutzen, den ihr noch nie gesehen habt. Ich hatte euch neulich bei Instagram ein paar Muster gezeigt und da konntet ihr abstimmen, ob die eventuell, she's pigmented, ob dieses Produkt bei meiner Marke dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommen soll. Und das ist ein anderes Muster. Okay, es gibt nämlich noch einen Blush-Lighter, glaube ich. Das ist die Farbe Awestruck, ein Mini-Highlighter. Ich habe ihn mir in der Farbe Awestruck gekauft. Der ist recht dunkel und ein bisschen rötlich. Okay, es gab eine kleine Unterbrechung. Mein Telefon hat geklingelt und ich hatte noch ein kurzes Gespräch. Ich habe mir in der Zwischenzeit einmal meine Augenbrauen aufgemacht. Also, jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen verbunden. Wir machen gleich den Blush-Lighter einmal rauf. Es ist viel Make-up. Aber ich liebe es. Wir nehmen jetzt diesen Blush-Lighter hier. Ich gehe hier rein und der ist ganz besonders. Schaut euch das an. Das ist wie so ein Blush-Lighter, verbindet sich sehr schön mit der Haut. Der Glow ist recht stark. Ich habe es eben noch mal so ein bisschen verblendet, weil die Farbe für meine Hautfarbe recht dunkel ist. Man muss sagen, farblich sind die Sachen von Jaclyn Hill okay. Wir müssen das ganze Set nennen. Es ist wirklich schon ein bisschen trocken. Und ich benutze jetzt auch hier das von Dior. Und dann, glaube ich, sieht man das Ergebnis so, wie es sein könnte, eigentlich immer gut. Ich finde, es ist immer schwierig, so nur Puderprodukte zu benutzen, um dann das nicht zu setten, weil dann sieht es immer. Setting Spray ist Magic. Wasser oder die Feuchtigkeit verbindet sich so ein bisschen mit dem Puder. Und jetzt sieht die Base besser aus. Das Pudrige ist weg. Unter den Augen muss man immer so ein bisschen aufpassen, deswegen ein bisschen das Gesicht verziehen. Aber das ist schon. Das ist immer so ein bisschen schwierig, ich weiß, weil das Thema ist ja recht skandalös. Aber die Produkte sind.
Sie tun das, was sie sollen. Und das ist das, was ich persönlich mag. Ich bin nämlich super. Schreibt mir bitte unbedingt einen Kommentar. Ich bin im Moment dabei, wirklich gut auf die Kommentare zu antworten. Es gab letzte Woche einen kleinen Beitrag auf Instagram dazu von mir. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Habt ihr vielleicht auch schon Produkte von ihr benutzt? Wie steht ihr zu diesen ganzen Skandalen in Amerika? Ich weiß, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Vielleicht interessiert es euch auch gar nicht. Das wäre das Schönste. Ich mache das Make-up immer fertig und dann kommen wir zu den Lippen. Alright, ich habe immer alles fertig gemacht. Die Mascara trocknet gerade noch an. Kommen wir zum Lippenprodukt. Und das ist ja, ne, das war ja eigentlich das große Drama. Es waren aber feste Lippenstifte. Und da muss ich sagen, das Problem oder das Drama hat sie einfach, das hat sie einfach mies gehandelt. Wir hoffen, dass sie zugelernt hat. Und jetzt gibt es Liquid Lipsticks. Und ich habe hier die Farbe Ame Cancer. Das ist Nude. Sie hat eine sehr, sehr große Nude-Range rausgebracht. Sie riechen eins zu eins wie die Kylie Cosmetics Liquid Lipsticks. Schauen wir mal, wie das ist. Schöne Farbe. Jetzt hatte sie getragen, da war ich ungeschminkt, da sah ich ein bisschen leblos aus. Das ist ein schönes Nude, so ein bisschen in die Orange-Richtung. Ich lasse es mal kurz antrocknen. Es ist sehr, sehr leicht auf den Lippen. Und sehr, sehr flüssig gewesen. Also es war nicht so eine pastige Textur. Was ich jetzt noch mache, um ein bisschen Highlight wieder reinzugeben, ist von NYX hier die Farbe Cairo in die Mitte. Nur in die Mitte, dass es so ein bisschen Dimension kriegt. Und dann lassen wir das Ganze einmal kurz antrocknen. Lippen sind trocken, fühlt sich sehr, muss ich sagen, fühlt sich super auf den Lippen an, hat nichts auf die Zähne abgefärbt. Schöne Farbe. Ich weiß nicht, wie lange es hält, aber die Liquid Lipsticks halten ja eigentlich meistens immer ganz gut. Das ist ja das Ziel von Liquid Lipsticks. Fazit der Aktion. Mir gefällt es leider sehr gut. Also das ist ja genau das, was ich mag. Ihr kennt mich. Viel Concealer, viel Baking-Puder, sehr, sehr hell unter den Augen. Und wenn man es dann settet, ich habe euch hier mal eine Nahaufnahme eingefügt, dann sieht das okay aus. Ist es was für einen Alltag? Kommt drauf an. Für mich in meinen Videos immer gerne. Ich glaube, am Ende muss aber jeder selber wissen, wie er A zu der Marke, zu ihr und zu dem Stil der Produkte steht. Mir hat es gut gefallen. Ich bin super, super gespannt auf euer Feedback. Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.